wir überziehen gerade unsere Zeit. Ich sehe aber, dass das so interessant ist. Ich glaube, es wird auch noch sehr viele Diskussionen dazu geben. Wir würden einerseits gerne noch Fragen zulassen. Ich möchte auch die Frauen im Raum ermutigen, weil wir hier so wenig Frauen auf dem Panel haben, dass zuerst mal Frauen Fragen stellen. Wir würden die sammeln. Würdest du, Bernhard, möchtest du erst kurz was sagen oder zum Abschluss noch mal? Du warst ja sehr auch involviert in die Interviews. Ja, vielen Dank. Mhm. Vielen Dank erstmal. Bernhard Störkmann, Bundesverband Schauspiel. Ich finde, wir haben heute auf diesem Panel sehr viele Ebenen betrachtet und sehr viel Input bekommen über verschiedenste Fallkonstellationen, Problemstellungen, die uns alle umtreiben. Und die größte Angst, die wir haben, ist immer diese allgemeine Begrifflichkeit KI, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist aus meiner Sicht erstens schon eine falsche Beschreibung. Das können Sie sehr gut nachlesen, wenn Sie bei der Initiative Urheberrecht das Interview von Matthias Hornschuh lesen, der einen ganz wichtigen Satz sagt, nämlich den Satz: Lassen wir uns nicht von der Angst treiben, dass wir dieser generativen künstlichen Intelligenz zu viel Vermenschlichung zukommen lassen. Das sind sozusagen Maschinen, das sind Apparaturen und die sind da. Und es geht nicht mehr um die Frage, ob KI oder nicht KI, es geht um die Frage, wie regeln wir den Umgang mit KI? Das ist, glaube ich, erstmal das, was über allem steht. Und da haben wir zwei Implikationen, zwei ganz wichtige. Einmal die arbeitsrechtliche, die wir im Rahmen der Sozialpartnerschaft mit den Arbeitgebern abarbeiten wollen, wo wir ganz klar Forderungen stellen, wenn es um die Frage geht, wie ist der Umgang mit künstlicher Intelligenz, wenn Sie als Schauspielerin, als Schauspieler vor der Kamera stehen und dort urheberrechtliche Wertschöpfung bringen. Und dann haben wir die urheberrechtliche Implikation, über die wir ja auf verschiedenen Ebenen auch arbeiten und auch politische wichtige Lobbyarbeit machen, auch mit der Initiative Urheberrecht. Und da haben wir wichtige Fragen zu klären und die dürfen wir nie aus den Augen lassen, nämlich die Frage, wenn wir über dieses maschinelle Lernen sprechen und über dieses Training sprechen, dann stellt sich die Frage, was wird da trainiert? Was ist das für ein Input? Das ist oftmals urheberrechtlich implizierter Input. Das heißt, da werden sozusagen Daten genommen, wo Sie an einer urheberrechtlichen Wertschöpfung dran beteiligt waren. Und natürlich müssen wir uns diesen Fragen widmen, auch die Frage der Vergütung, der Zustimmung, der Einwilligung, der Kennzeichnungspflicht und der Transparenzpflicht. Und da sind wir als Gewerkschaften Verdi und Bundesverband Schauspiel ganz klar dran. Klare Aussage ist, KI ist da. Es geht darum, dass wir sozusagen es gehandelt kriegen im Sinne unserer Interessen. Und es ist ganz klar, da haben wir teilweise auch gleichgerichtete Interessen wie Produzenten. Denn auch Produzenten sind urheberrechtliche Wertschöpfer, sind Urheber von Filmwerken. Und auch die haben kein Interesse daran, dass sozusagen ihre Filmwerke for nothing in irgendwelchen Trainingsapparaturen im Input enden, um dann anders zusammengesetzt im Output eine Wertschöpfung zu bringen, die nicht mehr gekennzeichnet ist, wo diese urheberrechtliche Wertschöpfung des Produzenten nicht mehr nachvollziehbar ist. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, wir sind sehr kleinteilig hingegangen auf der arbeitsrechtlichen Ebene und haben auch Forderungen gestellt und haben einen Riesenkatalog abzuarbeiten, gemeinsam mit den Produzenten, die natürlich in vielen Dingen andere Interessen haben. Aber wichtig ist, dass wir da als Gewerkschaften diese arbeitsrechtlichen Interessen formulieren und klar machen, es geht um den Schauspielberuf, der auch aus unserer Sicht, ich meine, das ist klar Anspruch einer jeden Gewerkschaft, weiterhin seine Existenzberechtigung hat. Und es geht darum, Regeln im Umgang mit KI, wenn Sie Ihren schauspielerischen Beruf ausüben, die zu definieren und die tarifrechtlich zu manifestieren. Vielen Dank. Ja. Aber ich habe gesehen, also wir sammeln immer drei Fragen. Wir haben gesehen, hier, Sie können auch ans Mikro kommen. Wir nehmen erstmal Sie bitte, dann Sie. Fangen Sie mal an hier vorne bitte. Ja, gerne. Hallo. Hört man mich? Ja. Mal zum Thema nach vorne blicken. Ich war eben
natürlich begeistert, aber auch erschüttert über dieses, über diesen Beitrag, was KI alles schon kann. Gut, es ist jetzt da. Was ich mich gefragt habe, ist, wir kämpfen in der Gesellschaft, aber vor allem, natürlich interessant, heute in der Branche seit Jahren für Diversität, Gleichberechtigung. Ne? Ich mache mir gar keine Gedanken, wie toll das wäre, wenn mir eine KI die Falte wegmacht. Ich würde mich freuen, wenn ich mit 50 auch noch spannende Rollen spielen dürfte, weil ich vorkommen kann. Da fließt ja viel Arbeit und Herzblut rein und jetzt sehe ich, wie on the fly, in einer Sekunde, nachdem ich 10 Jahre für irgendwas kämpfe, ja, on the fly da ein Film entstehen kann. Noch nicht, aber vielleicht dann bald. Und auf der anderen Seite höre ich Sie dann sprechen und denke, ach super, aber das würde ja auch bedeuten, dass in einer Sekunde, wenn man die KI richtig füttert und die sich nicht den Status quo der letzten 100 Jahre, den wir nicht erhalten wollen, irgendwo crawlt, wie kann ich die füttern, wie können wir sicherstellen und sollte da nicht wahnsinnig viel Arbeit jetzt reingehen, dass in einer Sekunde sich all diese Dinge vielleicht auch ziemlich geil entwickeln könnten und gesellschaftlich und auch in dieser Branche zu mehr Gleichberechtigung führen könnten. Das wäre toll. Und was kann ich tun? Ja, okay. Also ich würde, vielen Dank, ganz kurz, ich würde diese Frage, weil sie so wichtig ist und auch Mina Saidze heute hier war, um genau zu, hätte hier sein sollen, um zu diesem Thema zu sprechen, Herr Bliedung von der Heide, weil wir haben das bei Ihnen gesehen und auch ich beschäftige mich mit Gleichstellung in der Branche Diversität und das, was Sie mal unabhängig von den technischen Möglichkeiten, wir haben die klassischen jungen Frauen gesehen, also wenn Frauen dann jung, wenn eine Frau sie auf die Bühne stellen, dann tanzt sie, wenn wir dann den Mann dazu sehen, dann ist es ein alter Mann, die junge Frau, der alte Mann, das ist, der Punkt ist einfach, die wir für Gleichstellung, Diversität, die junge Dame in der Branche kämpfen, diese Daten sind durch und durch Stereotyp und sie benutzen halt die Daten, die da sind. Und das ist die Vergangenheit, nicht die Zukunft. Und deshalb die Frage, haben Sie das auf dem Schirm? Was wird dafür getan, dass wir einfach, wir können die KI ja auch nehmen, um eine andere Zukunft zu gestalten. Genau, so zum Thema, nur zum Thema Diversität. Also Pierre hinten steht ja da, haben wir auch bei uns mit aufgenommen im Studio. Er hat die ganze Ein sehr netter Kollege, muss ich sagen, sehr offen technologisch und halt auch mal einfach mal als Schauspieler sich darauf einzulassen, mal zu gucken, was bedeutet das, wie fühlt sich das an? Also einfach mal so einen Drehtag mal mitzumachen. Also das ist, glaube ich, auch mal wichtig, sowas zu erleben. Und ja, Diversität. Als wir angefangen haben mit unserem System, da hatte ich einen durchschnittlichen deutschen dicken Mann als Showcase, den ich dann über auf die Bühne gestellt habe. Und ich musste mir tatsächlich ständig anhören, warum nehme ich nicht was Vorzeigbares? Was ich persönlich echt schlimm finde. Also, und man muss halt sagen, das ist ein generelles Problem, wenn man sich auch Social Media anguckt, die Beiträge, die viel geklickt werden, viel geliked werden, und das ist halt die Frage, ist das eine Anerziehung oder wo kommt das her, sind halt die, wo halt Menschen attraktiv aussehen. Bei KI sehe ich jetzt in dem Bereich, also das sieht man jetzt bei Social Media, dass es jetzt demokratisierend wirkt. Also Menschen, die nicht gut aussehen, haben jetzt die Möglichkeit, mit Filtern und Co., sage ich mal, auch hohe Klickszahlen zu erreichen. Es klingt bescheuert, aber es ist tatsächlich so in der Praxis. Also ich finde es total fatal, dass das halt der Praxis, aber man sieht ja in der Praxis, was die Klicks erzeugt. Es gibt teilweise asiatische Profile irgendwie von alten Männern, die lauter so hübsche Frauen posten auf Insta und TikTok und so, die Werbedeals einheimsen, wo keine Frau dahinter steht oder sowas, die einfach mit KI die Sachen ändern. Und das sind so Sachen, die sind gesellschaftstechnisch schwierig so einfach zu lösen, weil das ist eher so ein komplettes Umdenken, was wir für Schönheitsideale haben. Das wandelt sich halt auch immer. Und bei Themen wie ChatGPT merkt man das natürlich auch, dass also wir sind ja in unserer westlichen Kultur in so einer relativ glücklichen Situation, dass auch bei solchen Firmen wie OpenAI riesen Ethical Departments sitzen, die im Grunde schon so stark eingreifen, dass ChatGPT sagt, ich sorge dafür, dass viele Leute meine Software nicht mehr so mögen und nutzen werden. Ich schränke sie sehr stark ein. Also gerade wenn ich Drehbücher schreiben will, dann brauche ich ja teilweise auch brisante Themen. Die werden inzwischen alle weggeblockt. Und die haben halt sehr, sehr viele Filter und Mechanismen eingebaut, ganz bewusst, um zu sagen, wir achten darauf und wir schränken das ein, obwohl das für die ihr Geschäft verkleinert. Also viele sagen, ChatGPT wird von Monat zu Monat dümmer, weil immer mehr Filter reinkommen. Und man muss aber letztendlich auch sagen, die Person, die den Prompt selber schreibt, hat halt die Kontrolle. Also ich kann halt reinschreiben, mach mir eine Geschichte mit 10 Frauen, die das und das erleben. Wenn ich halt einen Default-Prompt mache und das nicht vorgebe, dann kriege ich halt eine Geschichte, die einen gewissen Bias hat.
weil das halt so in Trainingsdaten ist. Das ist halt ein Problem. Man kann es aber jederzeit durch den Prompt selbst komplett beeinflussen und machen. Das ist halt der, ich sag mal, einen gewissen Grad auch in der Verantwortung der Person ist, die die Geschichten schreiben will. Das muss man halt auch irgendwie mit da reinrechnen. Und das kann man halt selber auch kontrollieren, genauso wie man auch die Prompts kontrollieren kann. Was will man für eine Person, für einen Charakter haben? Soll er eine Narbe am Augen haben oder soll er was für eine Körperform da haben soll? Also da liegt auch viel eher in dem Bereich der kreativen Freilassung. Und worauf ich hinaus will, in unserem westlichen Rahmen, da haben wir halt ein sehr einheitliches ethisches Gedankenvorgut. Wenn wir nach China gucken, ist das eine komplett andere Welt. Also das Problem, was ich halt sehe, um das nur noch kurz mal anzureißen, also wenn ich mir chinesische Plattformen angucke, also wenn ich bei Stable Diffusion Keanu Reeves reinschreibe, dann kommt da kein Keanu Reeves raus, sondern kommt jemand raus, der ungefähr ein bisschen Körperform hat, das Gesicht ist komplett anders. Also man sieht, das ist nicht die Person. Das heißt, diese Daten wurden bewusst dort rausgenommen. In China habe ich das alles nicht. Da kann ich zwei bekannte Schauspieler reinschreiben und die sitzen dann am Tisch und trinken Wein. Und China hat diese Vorstellung überhaupt nicht in dieser Weise. Das heißt, durch KI, und das ist halt auch so eine Gefahr, auf die ich gar nicht so sehr eingehen will, man kann halt regionalen Content selbst für Bundesländer machen und die können, das kann in China entstehen. Das brauche ich nicht irgendwie regional irgendwie beim RBB drehen, das kann aus China generiert werden und wird dann hier verbreitet. Und die Frage und das, was man eigentlich kontrollieren muss, ist halt, wie man den Zugang zu Leuten dann nachher reguliert, weil das ist ein Markt von Inhalten, der auf einmal aufgemacht wird über diese Plattform, wo ich halt, ich sag mal, komplett neue Welt, weil das ist demokratisiert sich, also Deutschland spielt da bei KI keine große Rolle mehr inzwischen. Das ist ja wirklich Amerika und China, was die großen Vorreiter sind. Und wir sind eigentlich nur noch so ein Spielball. Man muss, glaube ich, gucken, wie man auch gewisse Inhalte einschränkt, dass die Leute nachher nicht einfach freien Zugang zu allen chinesischen Inhalten haben, die einfach unseren Markt überfluten werden, weil das ist ja nicht nur, ich mache immer Unterhaltung, sondern da sind ja auch kulturelle Aspekte mit drin und auch meinungsbildende Maßnahmen, die dort stattfinden. Und das ist halt eine riesengroße Gefahr, die auf uns zurollen wird, weil jetzt kann man halt on the fly unendlich viel Content generieren, der komplett angepasst ist für jede kleine Region und für jede Person individuell. Ja, dann, genau. Wir haben da ein Mikro, ja. Die beiden, genau, vielleicht können Sie, wir sammeln mal jetzt zwei Fragen gleich hintereinander, bitteschön, und da also auch noch eine Dame, genau. Hallo, ja. Ich bin Katharina vom Vorstand vom BFFS. Meine Frage knüpft an das an, was Bernhard gesagt hat und betrifft aber nicht unsere Tarifverhandlungen. Da ist das ja alles sehr, also hoffentlich auch bald sehr gut geordnet, sondern es betrifft das, was der Kollege aus Hamburg gesagt hat, über das europäische Recht, Stichwort Data Mining, Crawling, das treibt uns ja alle um, dass wir uns auch fragen, was ist bis jetzt schon von mir gesammelt worden? Was ist eigentlich bis jetzt schon von mir abgegriffen worden? Und da wollte ich eben fragen, weil Sie sagten, bei dieser EU-Verordnung gäbe es das Auskunftsrecht, wäre nicht also gegeben. Weil ich an diese Klage von der New York Times dann denke, wenn wir gar nicht erfahren dürfen, was von uns schon abgegriffen ist, könnten wir auch gar nichts dagegen tun, oder wie ist das? Ja. Wir hören, genau, wir nehmen noch eine. Ja. Ich weiß nicht, wo das Mikro hingeht. Genau. Also, Corinna Nilsson, danke für die spannende Diskussion. Meine Frage geht auch hin zum Training. Und zwar, was für Ideen gibt es? Also, wenn man jetzt sagt, gut, das soll vergütet werden. Was gibt es da für Ideen mit Wasserzeichen oder mit, es müssten ja dann weltweite Organisationen sein, ne, wie wir sie sozial haben, wie GVL oder VG Wort, halt als weltweit, dass halt nicht ein chinesischer Großkonzern Sachen nutzt und damit Milliarden verdient, was hier, auch hier in unserer Runde, die wir ja alle schon auch viele Jahre gefilmt haben, also damit meine ich nicht nur die Schauspieler und Schauspielerinnen, sondern auch die Produzenten und Produzentinnen, mit deren Sachen ja dann verdient wird, aber die nicht vergütet werden. Also was für Ideen gibt es da? Wie könnte man da das sozusagen länderübergreifend, das dann immer, weiß ich nicht, 0,1 Cent an die Leute geben, die das gemacht haben? Mhm. Vielen Dank für die Frage. Wir machen erstmal auf die erste Frage vielleicht. Die ging ja direkt an dich. Ja, also erstmal vielen Dank für die Frage. Ist tatsächlich, finde ich, ein wirklich sehr spannendes Thema. Also deshalb hatte ich das auch kurz mal als Impuls so ein bisschen angerissen, weil das finde ich persönlich zum Beispiel ein bisschen schwierig, auch in dem EU-AI-Act-Diskurs,
dass man sagt, also auf der einen Seite ist es ja gut, dass man das macht und dass man sich auch ein bisschen dafür feiert, als erster Kontinent so ein Regelwerk zu haben. Aber genau wie Sie schon gesagt haben, ist das halt wirklich schwierig, weil das war, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht so ein bisschen auch geskippt hatte in der Präsentation, ein Punkt ist halt, und das ist halt auch dieses technische Verständnis, was ich meinte, dass man gerade auch, um auf Ihre Frage zum Beispiel zurückzukommen, dass man wirklich ein bisschen diverser, gar nicht mal jetzt nur auf Geschlecht oder Background bezogen, sondern auch inhaltlich diversere Personen mal mit reinbringen müsste in diesen Diskurs, wie funktioniert das technisch ab? Weil aktuell ist es zum Beispiel so, und das nehmen halt viele Tech-Konzerne auch als Argument, dass sie sagen, die Trainingsdaten, die wir genutzt haben, darüber kann ich ihnen gar keine Auskunft mehr geben, weil sie danach gelöscht oder anonymisiert werden. Klingt irgendwie für einen Außenstehenden doof, weil damit kann man ja irgendwie nicht viel anfangen. Aber das ist halt das Argument, mit dem die sich quasi da wegbücken. Und dass man da auch so eine einheitliche Regelung für findet, welche Daten darf man denn überhaupt benutzen. Und ich finde gerade auch im Diskurs von Ihnen jetzt hier in dem Raum, ich bin mir sicher, dass es von Ihnen wahrscheinlich mehr im Internet zu gibt als von mir, weil man ja sonst irgendwie gehört hat, schön viel online präsent sein, damit andere einen finden. Deshalb ist es, finde ich, so ein wichtiger Punkt halt auch in dem Act. Beantworte vielleicht nicht direkt die Frage, aber ich habe tatsächlich keine Antwort. Ja, gut. Okay, ich habe es jetzt nicht. Haben Sie es mit beobachtet? Ich weiß nicht. Achso, die zweite Frage. Ja, Entschuldigung. Ich glaube, Beka und Björn, ihr könnt die am ehesten beantworten, was es da für Ideen für die Regulation gibt oder was im Gespräch ist. Ja, da muss man jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, weil die Frage der, worüber reden wir eigentlich und was haben wir eigentlich zu regeln oder haben wir überhaupt was zu regeln der Dinge? Also ich glaube, man muss schon sehr differenzieren, über welche Anwendungsfälle wir reden. Erstmal müssen wir, glaube ich, gemeinsam eine Definition finden, was überhaupt KI ist. Ja, und das hat die SAG ja auch mit den Produzenten und den Studios gemacht, erstmal zu einem gemeinsamen Verständnis zu definieren. Auch wenn das relativ breit ist, haben sie erstmal gesagt, okay, der Einsatz von KI in der Filmproduktion, er bedeutet eben die Generierung von Daten und die Verknüpfung von Daten mit der entsprechenden Aufstellung dann für Replika. Und dann gibt es im Prinzip drei Fälle, die wir miteinander besprechen. Das ist erstens die Frage der digitalen Nachbildung. So, da reden wir vor allem über Einwilligungen und die Frage auch von Vergütung vielleicht. Wir reden zweitens über die Veränderung, die digitale Veränderung. Da bin ich schon wieder etwas gelassener, ja, weil Maske gab es auch immer schon. Ja, und auch nicht zu knapp, sage ich mal. Dementsprechend glaube ich, dass man das auf einer individualvertraglichen Ebene ganz gut regeln kann. Und das Dritte ist dann wirklich der künstliche Darsteller, die künstliche Darstellerin. Wie gehen wir damit um? Brauchen wir da Einstimmungserfordernisse oder macht man das einfach? Das ist sicherlich etwas, was besprochen werden kann, wo wir dann genau zu deinen Fragen kommen, sozusagen. Ist da irgendeine Wiedererkennbarkeit drin? Also finde ich mich als Schauspieler, als Schauspielerin dann in einer künstlerischen Darstellung auch wieder. Und das ist ja schon in Deutschland rechtlich ausgeschlossen und europarechtlich auch. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Kern unserer Diskussion. Es ist immer gut, sich bei den USA Anleihen zu holen. Aber viele Dinge, die in den USA in Tarifverträgen geregelt haben, werden auch deswegen in Tarifverträgen geregelt, weil es keine Gesetze dazu gibt. Ja, wir haben Persönlichkeitsrechte, wir haben Urheberrechte, wir haben Datenschutz in Deutschland. Ja, und insofern müssen wir manche dieser Fragen, Gott sei Dank, sage ich auch, gar nicht behandeln, sondern können uns wirklich auf die realen Anwendungsfälle da konzentrieren. Und dann kommen wir zu einem sehr, sehr schwierigen Punkt, und da werde ich jetzt nicht so viel freudige Gesichter finden. Das ist die Frage, wer bezahlt das alles? Ja? Erstmal finde ich grundsätzlich nachvollziehbar, dass man über Produktivitätsfortschritte und deren Verteilung sprechen will. Fein, das machen Gewerkschaften und Arbeitgeber seit vielen, vielen Jahren und auch zu Recht. Und das wird auch bei dieser Frage der Fall sein. Nur natürlich kann es dazu kommen, dass sich Drehtage reduzieren. Es kann auch schon allein dadurch kommen, weil der Schauspieler sich das Bein bricht und der letzte Drehtag eher einfach reinretuschiert wird. Das kann passieren. Und jetzt entsteht die große Frage, da kann man sich bei diesem Fall
ja vielleicht vorstellen, dass man den Schauspieler fragt. Der Schauspieler sagt, finde ich in Ordnung, kostet aber 1.000 Euro. Sagt der Produzent, ja, 900, fein, machen wir. Ja? Ist ja was aber, nee, ich ist ein bisschen karikiert, ne? Aber ich sozusagen, da kann man sich einen relativ einfachen Fall vorstellen, wo der Schauspieler sagt, okay, da finde ich nachvollziehbar, wir warten jetzt nicht mit dem Dreh noch ein halbes Jahr, bis mein Bein wieder okay ist, sondern wir machen das jetzt einfach so. Nur das, dem Grunde nach der Anspruch daran abhängt, dass wir so viele Drehtage und genauso viel Produktionszeiträume auch unter dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Zukunft noch brauchen. Und dass das allein abhängig ist von der Einwilligung eines Schauspielers, einer Schauspielerin, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Jedenfalls werden wir das nicht mitmachen. Sondern man braucht im Grunde nach schon einen Aushandlungsmechanismus um diese Verteilungsfragen, die übrigens nicht nur die Schauspielerin betrifft, sondern auch die dahinter der Kamera. Dementsprechend will ich nur sagen, es wird natürlich zu entsprechenden Effizienzen kommen. Wir sind bereit, über die Verteilung dessen zu reden, aber die Effizienzen auszuschließen, darüber sind wir nicht bereit zu sprechen. Ich muss kurz darauf antworten, tut mir leid. Es ist natürlich, jetzt mal würde die 900 Euro weit unter dem zukünftigen Einstiegsgehalt, unter der zukünftigen Einstiegsgage liegen. Das würde ja deswegen schon nicht gehen. Zweitens sind das natürlich Punkte, die wir alle betrachten. Wir wissen ja ganz genau, dass es zum Thema der Effizienz kommt. Und wenn ich mir jetzt ein Bein breche und die Produktion sagt, oh mein Gott, BK, die nächsten Szenen sind eh schauspielerisch nicht die tollsten, du musst eh nur irgendwie die Straße lang gehen und humpeln ist ein bisschen schlecht, dann sitzt du mal die restlichen zwei Tage im Krankenhaus und dafür bekommst du fiktive Drehtage und bekommst es bezahlt. Das muss es sein. Wir wollen nicht, dass Reisekosten, sonst was, Hotelkosten gespart werden und dafür und auf Schauspieler verzichtet werden und dann so viel wie möglich mit Repliken, Doppelgängern gedreht wird. Und Doppelgänger werden wir in so einer Härte, dass es zu einer deutlichen Umstellung kommen würde, nicht mitmachen. Das können wir ja sagen, auch wenn ich hier nicht verhandle jetzt gerade. Und zu Corinna Nielsen, du hast ja zum Urheberrecht gefragt und das ist halt natürlich das erste Thema, was wir gesagt haben, das ist die politische Arbeit. Und zu diesen ganzen weltweiten Tech-Firmen, USA, China, da haben wir ja zum Glück gesehen und ich bin froh, in Europa zu wohnen, dass Europa geschafft hat, Meta, Google, eBay, Apple immer wieder zu Sachen zu zwingen, die sie nicht wollten. Und das ist diese politische Lobbyarbeit, die wir leisten und leisten müssen. Und genau, nochmal, es gibt viele Sachen, die sich verändern werden. Das wissen wir alle. Nur, wir werden keine Angst haben. Wir haben, und dafür danke ich unseren dankenden Kollegen, wir haben regen Austausch und wir werden einen KI-Vertrag hoffentlich haben mit kurzen Laufzeiten und ihn regelmäßig, wie auch im Vorbild Amerika, USA, immer wieder erneuern und den aktuellen Situationen anpassen. Herr Becker, vielen Dank. Also, wir sind weit über die Zeit hinaus und es tut mir furchtbar leid. Ich weiß, noch ganz, ganz viele Hände hoch. Ich möchte gerne eine Frage von Ihnen noch hören, wenn Sie die aber wirklich kurz stellen und dann müssen wir es, wir könnten noch, glaube ich, viele Stunden weiterreden. Aber ich würde sehr gerne noch von Ihnen die Frage hören. Einmal ganz kurz, ich möchte auch gerne jede Falte weiterhin sehen in Zukunft, aber unabhängig davon eine Frage, weil Sie aus Hamburg, Entschuldigung, ich habe leider den, sagten, dass die Möglichkeit ja dann besteht, dass wir sozusagen die ZuschauerInnen entscheiden lassen, ob sie das sehen wollen oder nicht. Wird es denn sowas wie ein Siegel geben? Wird es die Kenntlichkeitsmachung als Erfordernis geben, dass ich als Zuschauende wirklich entscheiden kann, ist das jetzt KI generiert und deswegen möchte ich es vielleicht lieber nicht sehen oder ich habe einen anderen Blick vielleicht auch drauf. Werde ich das unterscheiden können? Also, wenn ich mich nicht irre, ist das tatsächlich auch Teil des EU-AI-Acts, dass man, also die nennen das so ein digitales Wasserzeichen, dass man das quasi mit hinterlegt und auch angibt, damit Menschen erkennen können, was das ist. Ja, aber genau. Aber ich weiß es. Ja, bitteschön. Also Facebook, Apple und Co. Die haben sich vor kurzem alle getroffen auf der Security-Konferenz in München und haben halt auch beschlossen, dass sie dagegen was machen wollen. Und
Und das Ding ist halt, glaube ich, woran wir uns gewöhnen müssen, ist, dass wir eigentlich alles an Video sowieso AI-generiert akzeptieren müssen und alles, was dann quasi als vertrauenswürdig mit Originalquellen, also auch Kamerastelle wie Canon und so, arbeiten auch an diesen Themen, wie sie es durchkriegen mit den Daten, dass man sieht, was ist davon noch echt. Also wenn man bei Adobe Stock sucht, nach Gaza, man findet Hunderttausende von Bildern, keins davon ist echt. Und Journalisten nehmen diese Bilder teilweise, lesen nicht, dass da klein AI dran steht und es wird gedruckt. Und das sind halt so ethische Probleme, die sind aber so groß. Genau, total. Das sind so große Probleme, da können wir uns aber auch so einen gewissen Grad darauf verlassen, dass große Bemühungen gerade angestellt werden, um das zu lösen, weil das einfach wirklich komplette Demokratien zerstören kann. Und deswegen ist das ein Thema, das muss, also ich glaube, dieses Wasserzeichen-Thema muss vielleicht nicht von den Schauspielern gelöst werden, das ist so groß, das wird sowieso gelöst werden, um da ein bisschen Ruhe zu geben. Aber da müsste es ja noch eine zweite Ebene nur ganz kurz geben. KI wird ja jetzt schon für Bildstabilisatoren, für sonst was verwendet. Und wenn da jetzt ein Zeichen KI ist, sagt es ja mit der Definition jetzt noch nicht, ob da die SchauspielerInnen irgendwie komplette künstliche Wesen sind. Und da muss es natürlich eine viel detailliertere Siegel oder was auch immer geben. Und inwieweit das aussehen kann, das müssen wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten verhandeln und gucken, wie man es definiert. Denn natürlich, wie gesagt, die digitale Veränderung, ich mit blonden Haaren, mit meinem Einverständnis, ist ja auch KI. Aber hätte ich ja erstmal nicht so viel dagegen oder ich 30 Jahre älter. Ja, es tut mir leid. Wir müssen wirklich beenden. Ich weiß, es gibt so viele, die noch fragen wollten, die was sagen wollten. Und ich glaube, es ist auch wichtig für den BFFS, dass das noch gehört wird. Deshalb, alle Meinungen sind wichtig zu dem Thema und ich denke, Bernhard und Hans-Werner und Birke, es wird nicht eure letzte Veranstaltung zu diesem Thema sein. Und ich würde trotzdem kurz, was denn? Wolltest du noch was sagen? Nein? Achso, gut. Ich wollte einfach gerne einen Abschluss auf dem Panel machen und wollte noch mal fragen, wir haben gehört, es ist emotional, es ist etwas, was auf Schauspielende zukommt, damit müssen Sie sich auseinandersetzen. Was sind Ihre Empfehlungen? Was können Schauspielende tun? Wie können Sie sich vorbereiten? Vielleicht können wir BK, Björn, alle mal. Ich versuche damit zu enden, womit meine Kollegen auch gestartet haben, mit der Angstfreiheit und dass wir sehen, der Unterschied zwischen der Zac Efron und uns ist eigentlich nur, dass in Amerika ein paar Gesetze anders sind, die dadurch größer sind. Dort gibt es eine Koalitionspflicht quasi. In Deutschland haben wir eine negative, also eine Koalitionsfreiheit. Das heißt, du musst nicht Mitglied in einer Gewerkschaft sein, um Jobs zu bekommen, Close-Job-mäßig wie in den USA. Und das ist mein Tipp. Aktiviert alle SchauspielerInnen, kommt in die Gewerkschaft, unterstützt die Verbände. Wir haben die letzte Woche gesehen, wo wir an allen städtischen Bühnen über 4 Tage mit unseren Schwestergewerkschaften GdBO, BA und Unisono gemeinsam, VDO, nicht Unisono, gemeinsam was auf die Beine gestellt haben, wo an allen Bühnen über 4 Tage Protestaktionen waren. Das heißt, wir sind viel, wir sind stark, wir können aber noch mehr werden und dadurch noch stärker. Und dann können wir gemeinsam positiv, angstbefreit mitgestalten und dann sehen wir, wozu wir wirklich in der Lage sind. Ich finde eigentlich, die Anschauungsbeispiele, die wir heute gesehen haben, zeigen sehr gut, worauf es ankommt, dass man sich nämlich auf die menschliche Kreativität konzentriert. Das ist die entscheidende Ressource, die wir haben und die kann uns auch niemand nehmen, das ist das Schöne. Insofern kommt es immer auf die Frage der Idee an, auf den kreativen Prozess, den ein Produzent auch und eine Produzentin auch mitgestaltet und dann eben diejenigen, die dann den Film auch umsetzen. Und da ist mir nicht bange, wenn uns das gelingt. Also ich kann mich den Vorrednern noch anschließen. Also ihr seid nur stark zusammen, gerade bei solchen Bewegungen. Und ihr habt die einmalige Chance, gerade aus Europa, durch die Gesetzeslage, die wir haben, die viel besser ist an vielen Aspekten. Also das, was Zac Efron durcharbeiten musste, das gibt es ja per Standard mitgeliefert. Das heißt, wir haben einen Markt, wo wir im Grunde Modelle schaffen können, wo die Rechte von Schauspielern berücksichtigt und vertreten werden, die man so in Amerika gar nicht verhandeln könnte. Und diese Chance muss man, glaube ich, nutzen. Und wenn ihr zusammenarbeitet an diesem Thema, glaube ich, sich da sehr gute Möglichkeiten, eher der Vorreiter und das Modell zu sein, wo sich dann vielleicht auch eher amerikanische Schauspieler anschließen, weil halt die Möglichkeiten der Datenverarbeitung und so viel stärker geregelt sind und viel mehr Druck auch auf solche US-Konzerne genommen werden kann. Applaus
Genau, also ich kann mich auch den anderen eigentlich nur anschließen. Ich glaube, was wirklich wichtig ist aus meiner Sicht, ist halt zu akzeptieren, dass wir in Zeiten der Veränderung sind. Da sind seid ihr SchauspielerInnen nicht die Einzigen, da stehen alle möglichen Branchen vor. Und das halt so ein bisschen zu akzeptieren erstmal und dann quasi im nächsten Schritt zu überlegen, okay, wie bringt man sich damit ein? Also quasi zu überlegen, wo kann das einen Mehrwert bringen? Wo möchte ich, dass es einen Mehrwert bringt? Wo möchte ich es eben nicht? Und das dann halt auch klar zu kommunizieren, unter anderem dann mit den Gewerkschaften, die es gibt und auch auf politischer Ebene. Ja, Steffi, du möchtest, Bernhard, Hans-Werner, ich glaube, ihr... Schließt das jetzt ab? Zusammen. Ja, ganz herzlichen Dank. Was für eine energiegeladene Diskussion das jetzt geworden wäre und vielleicht auch noch weiter hätte werden können. Das haben wir, glaube ich, sehr gut gemerkt. Und dass wir einen Blick ein bisschen weit vorausgeworfen haben und trotzdem merken, es ist aber doch schon auch sehr real, gerade was man sich unter den KI-Möglichkeiten in dieser Branche vorstellen kann. Und dafür ganz herzlichen Dank an dieses fantastische Podium. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank für die tolle Moderation, liebe Barbara. Herzlichen Dank an den Bundesverband Schauspiel für die tolle Kooperation. Und jetzt möchte ich noch eins sagen, ne, was uns die KI nicht nehmen kann. Es ist der echte Austausch unter echten Menschen in Echtzeit. Und deswegen freue ich mich, dass wir Sie und euch alle jetzt noch einladen können, diese Gespräche und auch die Fragen, die jetzt hier noch im Raum sind, wirklich noch mal zu adressieren. Es sind einige noch da, die Antworten geben können und auch vielleicht ja, dieses Momentum noch ein bisschen mitnehmen. Also alles Gute dafür. Und herzlichen Dank auch für die Geduld und dass ein bisschen überzogen wurde. Ich glaube, das war das Thema wert. Ja, ich möchte mich auch im Namen des Bundesverbandes Schauspiel ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Dr. Elis, bei der Friedrich-Ebert-Stiftung für die Möglichkeit, hier in diesen Gedankenaustausch zu kommen. Ganz herzlich auch bei allen Panel-Teilnehmern, Björn Böning, BK, Herr von der Heide. Und Ihren Namen kann ich jetzt hier schlecht lesen. Sie sind, Herr Alavian. Und Barbara Rohm für die Organisation war super. Was gibt's Besseres zum Danke sagen als Blumen? Wissen Sie das? Schokolade. Und insoweit. Okay.